Was geht ab, meine Freunde? Ich wünsche euch einen geilen Start ins Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht und ich habe gleich ein neues Reaktionsvideo für euch. Ich will nicht mehr dazu sagen, schauen wir es uns einfach an und genießen wir es. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich mir nur gedacht, so steht da wirklich Austrian Airlines? Warum höre ich African Music bei Austrian Airlines? Wisst ihr, was das Beste ist? Das hat mir einer meiner besten Omis geschickt. Hat mir geschrieben, hey, du musst ein Reaktionsvideo drauf machen. Ich so, okay, schauen wir mal. Und heute in der Früh hat mir meine Lady das auch gezeigt, aber von einem Krankenhaus hier in Wien. Die haben auch diese Challenge gemacht. Dann habe ich gegoogelt und ich habe herausgefunden, dass das eine Dance-Challenge ist. Natürlich war Deutschland viel früher als wir dran, aber es bringt einfach gute Vibes schon wieder weiter. Natürlich, ich kann mir vorstellen, dass ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, was, Österreich, afrikanisches Lied. Als typischer giftiger Wiener würde ich jetzt sagen, die machen das nur nach, weil das Deutschland zuerst gemacht hat. Die machen das, um mehr eine Anti-Racist-Kampagne zu zeigen, hey, wir machen African Music, wir sind tolerant. Aber ich muss euch sagen, man muss nicht immer so denken. Wenn ihr das in YouTube eingibt, diese Jerusalem Dance Challenge, ihr werdet finden, wer das alles gemacht hat. Die Polizei, NRW in Deutschland, mehrere Krankenhäuser. Und ihr seht einfach, wie die Leute auch glücklich sind und Spaß haben. Und das ist schön in so einer Zeit, wo fast die ganze Welt in einem Lockdown ist. Und meine Meinung ist auch, dass das einfach nur Good Vibes sind, aus Liebe gemacht, für die Mitarbeiter, einfach für die Gesellschaft. Und ich muss euch sagen, wenn man ein Teil so eines Projektes ist, so eines Videos, ist man auf jeden Fall ein besserer Teil der Gesellschaft und gibt einfach der Gesellschaft viel mehr, als einfach nur rumzunörgeln, wie schlecht die Gesellschaft ist. Und ich finde das super. Ich glaube daran, dass die Welt gut ist und die Welt ist doch gut. Und ich glaube, dass unsere Welt sich in Seasons bewegt, in Zyklen,
in schlechtere Phasen, in bessere Phasen. Und ich glaube, wir brauchen schlechtere Phasen, dass wir daraus bessere Phasen haben. Natürlich kann man das nicht auf alles beziehen, weil diese Themen, diese Vergleiche sind einfach zu extrem. Aber ich denke, dass im Großen und Ganzen sich die Welt zu etwas Besseren entwickelt, auch wenn viele Leute glauben, durch Social Media etc. ist die Welt schlechter. Wie gesagt, wenn was Schlechteres kommt, werden wir auch daraus lernen. So wie nach einem Lockdown, Leute vermissen einfach die Kommunikation von Face to Face in Person zu echten Menschen. Man vermisst es einfach, einfach nur Party zu machen, einfach nur Spaß zu haben. Und ich finde, gerade solche Videos, solche Challenges bringen einfach das Gute auf der ganzen Welt. Und ich finde das super. Also für alle, die das verurteilen, schaut euch in den Spiegel und fragt euch, warum seid ihr so negativ, wenn ihr meint, ja, mir ist das ist alles fake, bla bla bla. Glaubt mir, sieht mich an. Glaubt ihr, ich hatte es einfach im Leben? Nein. Natürlich, meine Eltern sind auch Immigranten, meine Frau, ihre Eltern sind auch Immigranten. Wir sind Vollblut-Wiener. Deshalb. Was? Habe ich ja gesagt. Deine Eltern, ja, aber wir sind Vollblut-Wiener. Nicht hier geworden. Ja, sie ist nicht hier geworden, ich aber. Auf jeden Fall, dennoch muss man nicht immer alles verurteilen. Und wir glauben einfach an das Gute. So wie die ganzen Corona-Verschwörungen. Leute glauben einfach nur das Böse auf dieser Welt. Aber hey, vielleicht gibt es einfach böse Leute. Und es gibt gute Leute. Und fertig, so wie in allem. Das heißt, man muss nicht daraus immer irgendwas Negatives sehen. Sieht einfach was Positives. Zieht aus jeder Sache etwas Positives und macht euren Tag schön. Seid glücklich, seid happy. Und das wird den ganzen Alltag ändern. Und dann die erste Person, die ihr sehen werdet auf der Straße, gebt dieser Person einen Grinser. Seid einfach auch happy, seid hilfsbereit. Geht durchs Leben und hilft einfach jedem. Seid einfach positiv und kommt nicht mit diesem negativen Bullshit. Und das wird so vieles ändern. Und wenn ihr eine Person einen schlechten Tag gehabt habt und die geht raus, diese Person war einkaufen und der Person, keine Ahnung, ihre Karte funktioniert nicht oder Einkaufssackerl reißt oder was auch immer und ihr hilft dieser Person, ihr nehmt euch Zeit, diese 2 Minuten oder gibt dieser Person etwas Bargeld, um einfach Einkauf zu betätigen. Vielleicht wird sie die Person appreciaten oder nicht, aber die Person wird ein gutes Gefühl haben. Und wird sich nicht so alleine fühlen. Und das wird vielleicht diese Person motivieren, das Gleiche zu tun. Und so einfach, ja, es ist einfach, so einfach ist es, eine positive und gesunde Gesellschaft zu pflegen oder zu entwickeln. Man muss einfach nett sein und nicht immer das Negative aus Sachen ziehen. Deshalb, ich wünsche es euch von Herzen. Bleibt positiv, schaut euch diese Challenges an, macht diese Challenges nach, seid einfach positiv, seid einfach glücklich, dass wir einfach etwas anschauen können in dieser Zeit. Natürlich, Corona-Lockdown-Phasen sind schlimm. Viele haben ihre Jobs verloren, viele haben Existenzängste. Dennoch sollten wir dankbar sein, dass wir gesund sind. Und jetzt natürlich reden viele, ja, aber so und so und das ist so und so. Wenn du dieses Video anschauen kannst, heißt das schon, dass du in einer besseren Lage bist als 90% dieser Menschen auf unserem Planeten. Das heißt, dir geht es gar nicht so schlecht. Du hast das Privileg, gerade Strom zu haben oder in deinen Computer zu schauen oder in deinem Handy. Oder du bist in einer Gesellschaft, wo du vielleicht selber kein Handy hast, aber der Kollege und du hast die Möglichkeit. Weil das ist nicht das Norm auf unserem Planeten. Also, seid dankbar. Nehmt eure negativen Gedanken und eure was auch immer giftiges Zeug. Spuckt es in den Taschentuch, haut es aus dem Fenster und beginnt dieses Jahr anders. Vergessen wir 2020, beziehungsweise vergessen wir es nicht. Lernen wir aus unseren Fehlern. Seien wir einfach positiv. Genießen wir diese positiven Sachen. Schaut einfach, dass den Leuten um euch gut geht. Manchen Leuten geht es nicht gut in dieser Quarantäne, in dieser Isolation und versucht einfach ein guter Mensch zu sein und lasst uns glücklich und happy in die Zukunft starten. Auf jeden Fall nochmal, ich wünsche euch nur das Beste in diesem neuen Jahr und ich wünsche euch einen guten Morgen, einen wundervollen Mittag, eine gute Nacht. Ich danke euch.
dafür, dass ich dieses Video reingezogen habe. Ihr hättet auch was anderes machen können. Und noch einen wundervollen Tag. Schöne Grüße aus. Danke. Peace.